Einen schönen guten Tag und willkommen zu einer neuen Folge Fernsehrausch. Und auch dieses Mal ist es eine ganz besondere Folge. Wir hatten auch wieder eine besondere Location. Und besonders dazu gleich seid auch ihr, alle, die uns hören, die den Podcast hören, über iTunes, über Spotify, YouTube, wie auch immer. Wir danken sehr, denn es werden immer mehr. Es werden immer mehr und wir freuen uns weiterhin sehr, wenn ihr uns abonniert bei einem dieser Medien oder uns bewertet und Sterne gibt oder irgendwas kommentiert. Übrigens YouTube, weil du es gerade gesagt hast, da gibt es jetzt seit einiger Zeit ja auch den Fernsehrausch-Kanal. Da kann man sich Bewegtbilder auch anschauen. Bewegtbild, unfassbar. Ja, in der heutigen Zeit. Mehr würde ich es jetzt auch nicht nennen, weil es ist jetzt qualitativ nicht... Es ist kein HD-Produkt im klassischen Sinne. Nee, und brauchst auch keine Angst zu haben. Die Kamera ist wirklich nur auf dem Gast, auf den es ankommt. Aber auch da könnt ihr euch gerne ein paar Bilder anschauen und uns abonnieren. Uli Potowski war jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Beispiel für Bewegtbilder, um die Umgebung zu sehen, wo wir uns mit ihm getroffen haben. Achso, ich dachte, er hat sich zu wenig bewegt. wir waren nämlich im Kunstverein in Offenbach. Ja. In einem Nebenraum sozusagen und sehr viel Gerümpel. Also jetzt nicht ansprechend von der Optik, aber vom Gespräch her durchaus sehr hörenswert. Es sah aus wie Sau, muss man einfach mal sagen. Wir haben ein Foto davon gemacht, wo wir dieses Gespräch aufgezeichnet haben. Könnt ihr euch anschauen auf der Facebook-Seite und bei Instagram von Fernsehrausch. Es war halt mal was anderes, eine andere Atmosphäre. Aber Uli Potowski, toll. Cooler Typ, mega entspannt. Er ist eigentlich ein lebendes Anekdotenbuch, was der schon alles erlebt hat in seinem Leben. Krass. Es ging viel um Fußball. Er ist auch wirklich sehr sympathisch, obwohl er Schalke-Fan ist. sehr gechillt, sehr gesettelt. Schreibt Bücher inzwischen, das hat er uns alles erzählt und natürlich haben wir ganz viel über seine tolle Fernsehkarriere gesprochen. Da nochmal vielen Dank an den Kunstverein Offenbach, dass wir diese Rumpelkammer nutzen durften und euch jetzt viel Spaß. Bei einer neuen Folge Fernsehrausch mit Uli Potowski. Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören. Heute mit Ulrich Potowski. Meine erste Erfahrung mit Fernsehen. 1958. Zugeschaut bei den Nachbarn, weil wir hatten keinen Fernseher. Ich war 6 Jahre alt und wollte natürlich sehen, wie Schalke 04 deutscher Meister geworden ist. Wir hatten keinen Fernseher. Ich musste immer fragen, darf ich bei Ihnen Fernsehen? Die Frau hat Gott sei Dank ja gesagt. Mein Durchbruch im Fernsehen. Der Durchbruch beim Fernsehen besteht, wenn es das überhaupt gibt, der besteht darin, dass man das kontinuierlich macht, so wie ich das jetzt seit über 30 Jahren mache. Ich finde, das ist eigentlich ein Beleg, kontinuierlich dabei sein zu können und zu dürfen. Das ist viel mehr wert, als vielleicht einen Moment zu haben, wo 5 Millionen Menschen auf dich aufmerksam geworden sind. Die Momente gab es, aber ich habe das nie als Durchbruch empfunden. Meine erste Extremsituation im Fernsehen. War gleich mit der ersten Sendung, weil wir hatten damals bei RTL eine Nachrichtensendung, die hieß 7 vor 7. Und es gab am Anfang der Sendung Schlagzeilen über das Weltgeschehen. Und dann, als der Sportteil begann, gab es damals auch noch mal 3 Schlagzeilen. Und die Schlagzeilen waren nicht erneuert. Das heißt also, ich sah die Schlagzeilen vom gestrigen Tag. Und das ist natürlich blöd, wenn du da sitzt und dich darauf einstellst, um zu sagen, Aufstieg, der erste FC Saarbrücken wieder in der Fußball-Bundesliga oder was auch immer. Aber da waren 3 ganz andere Schlagzeilen und ich habe das dann irgendwie und einigermaßen überbrücken können, dass ich nämlich gesagt habe, das sahen Sie gestern, das kommt heute nicht vor und ich habe es geschafft, weiterzureden und nicht einfach in diesem Moment vor Schreck irgendwie einzufrieren. Weil das ist die Kunst im Radio und im Fernsehen, einfach weiterzumachen, egal was passiert. Wie sinnvoll das ist, ist eine andere Frage. Aber weiterzumachen, das ist dann die Kunst. Darauf bin ich heute noch stolz. Bei mir existiert das Wort Stolz nicht. Ich freue mich höchstens über etwas. Und ich freue mich, wenn Menschen eine gewisse Form der freundlichen Anerkennung einem zurückgeben. Und darauf nicht. Es gab sicherlich viele Dinge, die man schlecht gemacht hat. Das ist normal in 30 Jahren Fernsehen. Aber auch da würde ich dieses Wort Stolz nicht verwenden wollen, sondern eher, darüber bin ich unglücklich, dass das eine oder andere Mal schiefgelaufen ist. Das Fernsehen in den 90er Jahren war einfacher, unbedarfter, noch nicht so perfekt wie heute und dadurch auch ein Stück weit spontaner. Im Gegensatz dazu ist das Fernsehen von heute. Man bemüht sich darum, absolut perfekt zu sein. Das stört mich auch ein wenig, egal bei welchem Sender. Und dieser Perfektionismus stört mich, weil
die Einfachheit von Sportübertragungen dadurch verloren gehen. Die Leute sagen wahrscheinlich über mich. 50% sagen, ach, der ist ganz okay. Die anderen 50% sagen, ich konnte ihn nie leiden. Mein aktueller Kontostand ist im Plus, aber nicht so wahnsinnig hoch. Fernsehrausch. Herzlich willkommen, Uli Kutowski. Ich grüße herzlich zurück aus einer wunderbaren Atmosphäre. Man muss sich das so vorstellen, dass wir im Kunstverein Offenbach sitzen, in einem Hinterzimmer. Es sieht ein bisschen nach Kraut und Rüben aus. Und wenn man genauer hinhört, dann hört man sogar den Main noch rauschen. Ja, oder die Klimaanlage. Genau, man weiß nicht genau, was es ist. Wir müssen an den Main glauben. Gibt es einen Grund, warum wir hier sind? Denn nebendran ist die Thalia Buchhandlung. Und da wirst du gleich eine Lesung halten, dein neues Kinderbuch Torhelden. Ist nicht dein erstes Kinderbuch. Alle handeln natürlich vom Fußball. Wie bist du überhaupt darauf gekommen zu schreiben? Ganz einfache Geschichte. Die Geschichten, die ich da so niederschreibe, sind eigentlich Erinnerungen an meine Kindheit. Dinge, die ich so oder so ähnlich erlebt habe. Natürlich als Buchautor, als Kinderbuchautor darf man dann übertreiben. Man darf lügen, wenn man das Lügen nennen will. Man kann aber auch sagen, man kann seine Fantasie fliegen lassen. Und das habe ich mir irgendwann mal vor 12, 13 Jahren vorgenommen. Und das ist dann der Vorteil, wenn man vielleicht irgendwie ein bisschen bekannt ist. Der Verlag hat dann gesagt, okay, wir machen was mit dir. Und seitdem mache ich eigentlich jedes Jahr mindestens ein neues Kinderbuch. Eine deiner Figuren ist Locke. Ist so ein kleiner Potowski? Das bin ich, eindeutig. Locke bleibt am Ball. Das ist ja eine Gelsenkirchner, eine Schalker-Geschichte. Das bin ich durch und durch. Ich glaube auch, dass Locke exakt meinen Charakter wiedergibt, nur ich war der schlechtere Fußballer. Und das ist das Schöne, dass man jetzt in dem Buch so tun kann, als ob man eine absolute Granate gewesen wäre. Locke hat es bis in die Jugendnationalmannschaften geschafft, also die verschiedenen Stufen von Deutschland. Warum hat es bei dir nicht gereicht? Ich habe viele Jungs gehabt bei mir in der Mannschaft, die sind Nationalspieler geworden. Norbert Niekbur zum Beispiel, mit dem ich zusammengespielt habe. Mhm. Sagt euch das überhaupt was, Norbert Niekbur? Ehrlich gesagt, da habe ich jetzt wieder junge Leute. Der war der Ersatztorwart bei der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland, war immer die Nummer 2 hinter Meier. Also 74. Meier kennen wir noch. Ja, das habe ich befürchtet. Nummer 1 kennen wir. Und Norbert Niekbur war ein Riesentyp, ist auch heute noch ein Riesentyp, Trabrennfahrer geworden mittlerweile. Und der hat bei mir gespielt. Also überhaupt mein Heimatverein ist ein kleiner Verein, der große Spieler hervorgebracht hat. Zum Beispiel aktuell Gündoğan stammt aus meinem Heimatverein. Jetzt müsstet ihr wissen, welcher das ist. Na, Gelsenkirchen? Gelsenkirchen. Hässler 06. Übrigens die meisten... Hässler 06. Ja. Die meisten Nationalspieler, die wir in Deutschland haben, stammen aus Gelsenkirchen. Übrigens mit großem Vorsprung. Mhm. Wissen ist etwas Tolles. İlkay Gündoğan, wenn du den Namen schon sagst, dann müssen wir jetzt kurz darüber sprechen. Je nachdem, wann man sich dieses Gespräch anhört, ist die WM eventuell schon vorbei oder sie läuft gerade. Deswegen wissen wir nicht, wie viele Spiele er tatsächlich gemacht hat. Aber kurz vor der WM in Russland gab es große Diskussionen, weil er sich mit dem Trikot mit seinem Trikot hat fotografieren lassen, das er an Erdogan, dem Präsidenten der Türkei, geschenkt hat. Es gibt viele Leute, die sagen, der gehört jetzt nicht mehr in die Nationalmannschaft. Was ist deine Meinung dazu? Ja, das ist ja genauso wie der andere Gelsenkirchener Freund, die kommen ja alle aus Gelsenkirchen, ich sag's ja. Ein ganz schwieriges Thema. Auf der anderen Seite finde ich, dass es auch viel, viel zu hoch gehängt wird. Ich glaube, dass beide Spieler durch ihre Eltern und Großeltern natürlich türkische Wurzeln haben. Wir schauen auf das System in der Türkei, ich glaube, mit Recht sehr, sehr kritisch. Wenn man sich aber mit Menschen unterhält, die aus der Türkei stammen, die werden dir sagen, in meinem Heimatort gibt es, seitdem Erdogan an der Macht ist, plötzlich ein Krankenhaus. Das hat es nie gegeben. Das sind so Dinge, die ich abschließend nicht beurteilen kann. Ich will damit nur zum Ausdruck bringen, dass es auch viele Menschen in der Türkei gibt, die der festen Überzeugung sind, dass Erdogan genau der richtige Präsident für sie ist. Und die beiden, über die wir jetzt gerade sprechen, haben nun mal türkische Wurzeln, ohne Wenn und Aber, haben sich irgendwann aber mal entschieden, für Deutschland zu spielen. Und trotzdem, wenn die Eltern immer wieder mal sagen oder auch die Großeltern, erinnert euch, wo sind eure Wurzeln, wo kommt ihr her, dass das alles sehr ungeschickt war, das unterschreibe ich sofort. Aber ich würde jetzt mal spontan nicht sagen wollen, die dürfen nicht mehr für Deutschland spielen. Weil das geht dann meiner Meinung nach in eine andere Richtung von Nationalismus. Es gab einmal bei der FIFA vor 20 Jahren eine gute Überlegung. Was ich jetzt sage, ist vollkommen unpopulär. Die hatten nämlich wirklich ernsthaft mal daran gedacht, das Abspielen von Nationalhymnen vor Länderspielen sein zu lassen. Nationalismus ist eine der schlimmsten Sachen, die Ursache für ganz viele Probleme auf dieser Welt. Und deswegen versuche ich immer zu sagen, Leute,
ey, hört auf mit eurem nationalistischen Gequatsche. Wir sind zufällig Deutsche, zufällig Türken, Russen, Amerikaner oder was auch immer. Und da müssen wir sehen, wie kommen wir in unserem und mit unserem System zurecht und wie ehrlich und wie menschlich ist das. Und das müsste man alles ganz genau untersuchen. Und dann kämen wir vielleicht auf eine halbwegs ehrliche Antwort. Wir schauen nur populistisch auf all diese Dinge und sind gerne bereit, mit drauf zu hauen. Und das ist nicht meine Art. Aber du sagst gerade, es war unglücklich. Kann man nicht von zwei so Medienprofis erwarten, dass sie irgendwie die Cleverness besitzen, nicht kurz vor der WM? Ja, die beiden, mit so einem Foto irgendwie die beiden besitzen die Cleverness ganz sicher nicht. Das sage ich jetzt mal bösartig, wie es auch ist. Aber die Betreuer oder die Berater müssten das eigentlich wissen. Die müssten das normalerweise in dieser Form verhindern. Wenn sie sich schon mit ihm treffen, dann, ich meine, Frau Merkel trifft sich auch mit ihm unter großem Getöse und militärischen Ehren und ich weiß nicht was alles. Wir müssen ja nicht so tun, als ob wir irgendwie kein Verhältnis zur Türkei hätten, Gott sei Dank. Aber dann natürlich auf einem Trikot zu schreiben für meinen Präsidenten, das ist im Grunde genommen das tief Unglückliche dabei. Mhm. Aber Gelsenkirchen, ich sag's ja, Gelsenkirchen. Ja, in Gelsenkirchen, da wollen wir noch ein bisschen weiter drüber reden. Wir wollen das Gespräch heute auch nutzen, um ein paar Sachen gerade zu stellen. Weil wenn man über dich ein bisschen liest und recherchiert, liest man in fast jedem zweiten Artikel, dass du eine Ausbildung zum Koch gemacht hättest. Mhm. Was ja nicht stimmt. Du bist mit 14 Jahren zu Hause ausgezogen auf ein Schloss. Und wie kommt jetzt diese Behauptung, dass du dort eine Ausbildung zum Koch gemacht hättest? Die ist ja nicht so ganz verkehrt. Ich habe da gearbeitet und habe gearbeitet, eine gastronomische Ausbildung gemacht und habe auch das Kochen erlernt, selbstverständlich. Also ich weiß nicht, wo ihr jetzt den Widerspruch her habt, aber das stimmt schon, das habe ich schon so gemacht. Ja. Was hast du sonst auf dem Schloss gemacht? Alles. Zum Beispiel habe ich die Heizung in Stand gehalten und das war also für einen 14-, 15-Jähriger eine katastrophale Arbeit, weil das war eine Koksheizung, das könnt ihr euch alle gar nicht mehr vorstellen. Da wurden alle 14 Tage 30 Zentner Koks vors Schloss geschüttet, die ich dann ins Schloss schippen musste und eine riesige Koksheizung, die jeden Morgen neu angefacht werden musste, um dieses Wahnsinnsschloss zu beheizen, das habe ich auch gemacht und dafür habe ich 10 Mark extra bekommen im Monat. 10 Mark extra im Monat. Ja. Aber in andere Zeiten. Wir sprechen über 68, 69. Ja. Aber das Geld hast du ja ganz gut investieren können. Ja, jetzt kommt ihr mit Galopprennen. Nein, ganz genau. Neben Fußball, deine zweite Leidenschaft, Pferderennen. Ja, das ist so neben diesem berühmten Schloss. Gab es eine Galopprennbahn, gibt es leider heute nicht mehr. Und in Gelsenkirchen, die Stadt hat man mal genannt, die Stadt der 1000 Feuer und die Stadt der 1000 Pferde. Weil in Gelsenkirchen waren wirklich 1000 Pferde zu Hause, weil wir hatten die Trabrennbahn, die größte Trabrennbahn Deutschlands, die umsatzstärkste und wir hatten die Galopprennbahn. Und ich bin genauso dazwischen groß geworden und hatte eigentlich mit beiden Sportarten nichts am Hut. Aber wie das Leben so spielt, irgendwann bin ich dann dort mal hingegangen, habe eine Dreierwette abgegeben, wo man voraussagen muss, wer erster, zweiter, dritter wird und habe 821 D-Mark gewonnen. Das war damals ein Vermögen für mich. Und ich habe gelernt, was dieser Sport bedeutet und habe großen Respekt davor, wenn Menschen sich mit Rennpferden abgeben und wenn sie sich fair mit den Rennpferden abgeben. Das ist das Wichtige dabei. Da gibt es nämlich auch viele Scharlatane. Es war eine illegale Sportwette. Ich war 17, ich hätte sie nicht abgeben dürfen. Ja, das stimmt. Man darf erst ab 18 wetten. Sie war illegal, aber ich muss damals schon knapp wie 18 ausgesehen haben, weil sie haben die Wette angenommen und ausgezahlt vor allen Dingen. Und hast du ja das Geld, das du gewonnen hast, diese 800 Mark, ganz gut investiert? Ich habe mir sofort einen Tonband gekauft, einen TK-21 von Grundig. Ach Gott, wenn man so darüber redet, eine große Bandmaschine. Und das war immer mein Wunsch gewesen. Ich wollte immer so den Disc-Jockeys nacheifern, die ich im Radio hörte. Mhm. Also damals waren die großen Stars... zum Beispiel Mel Sundog, Diskothek im WDR. Hallo alte Freunde, hier ist euer alter Jack Diski, M.A.L., wenn du willst, eine neue Platte hören. Also das war ein großes Vorbild von mir. Und ich habe damals Radio Luxemburg bevorzugt gehört, weil das war der einzige Sender, der permanent Popmusik brachte. Das ist auch wieder unvorstellbar für die heutige Zeit. Es gab ja keine Sender, was weiß ich, Privatsender oder so, das gab es ja alles gar nicht. Also gab es ein paar Piratensender. Und es gab Radio Luxemburg über Kurzwelle, Mittelwelle und lange Welle und das habe ich gehört. Du hattest dann auch das Selbstvertrauen zu sagen, jawohl, ich kann das auch, genau wie meine Vorbilder. Hast bei Radio Luxemburg angerufen mit der Ansage, ich will Radiomoderator werden. Ich möchte, so. Ich habe immer gesagt, ich möchte. Ich glaube, ich habe niemals gesagt, ich will. Das gilt auch heute noch. Okay, ich möchte. Ja. Ja, und dann ich hat der das damalige Chef dich entdeckt auch. Das war Frank Elsner, den man ja immer noch kennt, der immer noch aktiv ist mit 75, toll. Und der hat gesagt, kommen Sie mal vorbei, junger Mann, wir spielen jetzt mal eine Stunde lang Radio.
Und danach werden wir sehen, ob sie das können oder nicht können. Und dann musste ich verschiedene praxisbezogene Übungen dort durchführen und habe die wohl einigermaßen bestanden. Und nach der Stunde hatte mich dann gefragt, wann können Sie anfangen? So einfach war das damals. Ja. Und dann warst du der neue Star der Nacht. Ich habe eine Sendung gemacht, die hieß Hallo Nachtarbeiter. Das hat unendlich viel Freude gemacht, weil, wenn jetzt Radioleute zuhören sollten, es gab keine Playlisten. Heute wird hier alles vorgeschrieben, absolut, alles ist formatiert. Mhm. Und damals war es so, es gab ein riesen Musikarchiv, Single-Schallplatten bei Radio Luxemburg. Und da hast du dich 2-3 Stunden vor deiner Sendung damit beschäftigt, was will ich denn heute Nacht spielen? Und dann hast du die Songs rausgesucht, die Single-Schallplatten rausgesucht. Da gab es eine Kiste und da hast du dann deine 32 Singles reingepackt für die nächsten 3 Stunden. Und du konntest wirklich machen, was du wolltest. Es gab eine Ausnahme oder eine Bitte. Wir sollten Platten mit einem roten Punkt bevorzugt einsetzen. Da war ein roter Punkt draufgeklebt, hatte folgenden Hintergrund. Diese Platten waren bei RTL im hauseigenen Musikverlag verlegt. Ah, du musst ja für alles GEMA bezahlen. Ja. Und RTL, da kann man mal sehen, wie clever die waren, war damals der einzige Sender und wird auch der einzige Sender bleiben, der mehr Geld von der GEMA bekommen hat, als er bezahlt hat. Und das muss man sagen, man kann über RTL schimpfen, lästern, sonst was, aber geschäftstüchtig waren die ohne Ende. Und wie kam dann der nächste Schritt, dass du gesagt hast, okay, jetzt will ich aber doch noch mal was anderes machen? Ich möchte Richtung Sport gehen. Ja, das war dann irgendwann mal, so zeitlich kriege ich das gar nicht auf die Reihe, aber dann bin ich zum WDR gegangen und habe den Kurt Brumme, eine Legende in der Radioberichterstattung, der Erfinder der Konferenzschalten, also das war wirklich der Erfinder, den habe ich auch mal irgendwie kontaktiert und gesagt, Herr Brumme, ich würde gerne dies, das und jenes machen. Und dann hat er gesagt, was haben Sie bisher gemacht? Dann habe ich gesagt, ja, Musiksendungen, Nachtarbeiter, ja, ob das Richtige ist. Brumme war schon ein sehr strenger Lehrmeister. Und da war es dann so ähnlich, da musste ich eine sogenannte Probereportage machen. Die bestand aus der Begegnung Köln gegen Stuttgart. Köln gewann 2-1, Overath machte beide Tore. Altes Müngersdorfer Stadion, 25.000 Zuschauer, was damals ja so die Durchschnittskulisse war. Und das Erstaunliche war, dass er mich dann 3-4 Tage später anrief und sagte, ich habe mir das alles angehört hier und Montag machen Sie Gladbach gegen Duisburg. Und ich dachte, das wäre nochmal eine Probereportage. Nee, nee, sie fangen jetzt an. Ich habe immer Glück gehabt, im richtigen Moment an der richtigen Stelle zu sein. Und von nun an war ich WDR-Radioreporter und habe da die Woche 3-4 Spiele übertragen. Aber wirklich alles, Bocholt gegen Aachen, Länderspiele, Bundesliga, zweite Liga, alles, was es gab. Und dann kam dieser eine Moment im Leben, der Anruf von RTL. Wer war das? Benno Weber, der hat den Sport gemacht bei Radio Luxemburg. Und der rief mich irgendwann mal an und sagte, wir machen da jetzt Fernsehen, hast du Interesse? Und ich habe gesagt, nein, 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 ich habe das typische Radiogesicht, das ist eigentlich nichts für mich. Guck's dir doch mal an. Gut, neugierig war ich, bin da hingefahren und gestehe, dass ich vom ersten Augenblick infiziert war, weil es war etwas, was es nicht gab in Deutschland. Ich kam dahin nach Luxemburg, da saßen 10 Leute in einem Raum und haben sich gestritten, das weiß ich noch. Ich kam da rein und es war ein riesen Terz wegen irgendwelcher Parkplätze, wie so oft im Leben. Wir sind alle bekloppt hier. Aber es hatte einen unfassbaren Charme, die ersten Jahre bei RTL. Und eine unglaubliche Leichtigkeit. Und Quoten spielten keine Rolle. Aussehen spielte keine Rolle. Man setzte sich im Pullover und ich hatte damals so eine wüste Frisur. Man setzte sich dahin und machte das einfach. Und dann mochten einen die Leute oder mochten einen nicht. Das war das Schöne. Und es gab noch keinen finanziellen Druck. RTL hat im ersten Jahr, RTL Plus, wie das damals hieß, hatte im ersten Jahr 30 Millionen Mark zur Verfügung, um ein ganzes Jahr Programm zu machen. Das ist, glaube ich, heute der Tagesetat. 15 Millionen Euro, ungefähr, nicht ganz, aber ungefähr. Aber da kann man sich ja, daran kann man ja sehen, was sich alles gewandelt hat. Und ich hatte das Glück, dass ich habe da erst auch andere Sachen gemacht, Nachrichten zum Beispiel, war da in der Nachrichtenredaktion und dann wurde der Sport so ein bisschen ausgebaut, weil die hatten die Idee, täglich in den Nachrichten auch einen eigenen Sportblock zu haben. Das war für die damalige Zeit revolutionär, weil der Sport spielte ja bei den öffentlich-rechtlichen Sendern nicht die Rolle, die er heute spielt. Und dann irgendwann kam jemand zu mir und sagte so, irgendeiner muss jetzt den Sport mal verantworten, du bist jetzt Sportchef. Aber es gab auch keinen anderen, der das gemacht hat. Also insofern war es einfach ja, eine Bauchentscheidung und dann habe ich das, keine Ahnung, 12, 13 Jahre gemacht, ja. Alle, die in diesen Anfangsjahren von RTL dabei waren, wenn man mit denen spricht, die sagen, ja, es gab eine Aufbruchstimmung und es war eine ganz besondere Zeit. Du selber sagst auch, es war die schönste Zeit deines beruflichen Lebens. Ja, 84 bis, ich würde mal sagen,
88, 89, weil die Gründe dafür habe ich schon genannt. Wir konnten machen, was wir wollten. Und keiner hat gefragt und keiner hat gemeckert. Die Zuschauer waren auch noch nicht so gepolt. Ich kann mich daran erinnern, dass wir mal, da haben wir zum ersten Mal ein Sportrecht exklusiv gekauft. Zum ersten Mal, das war ATP-Turnier in Chicago und Halbfinale war Becker gegen McEnroe. Mhm. Und wir waren wirklich mächtig, mächtig begeistert, dass wir zum ersten Mal ein exklusives Sportrecht hatten. Und dann kann ich mich daran erinnern, dass ich der Moderator im Studio war in Luxemburg und wir hatten auch zum ersten Mal jemanden nach Chicago geschickt, der vor Ort kommentieren sollte, also zum ersten Mal Übersee. Und als dann die Übertragung anfangen sollte, hat man ja immer diese Knöpfe da im Ohr, sagt der Kollege, was ist los, da ist keiner in Chicago. Es stellte sich raus und so doof waren wir damals, dass wir mit dem Zeitunterschied das komplett verpeilt haben. Das Spiel war zu Ende. Ja, es war vorbei. Ja, aber das ist dann so eine Situation gewesen, wo du, weil ihr habt danach schon gefragt, so bittere Momente. Das war natürlich ein schlimmer Moment, aber, und das war wieder das Schöne daran, wir haben dann sofort reagiert. Musst du dir auch vorstellen, kein Internet, kein Teletext, das gab es ja alles noch nicht. Also die Leute konnten nicht schnell mal nachgucken, wie hat er gespielt. Da hätten sie sich schon viel Mühe geben müssen. Und insofern haben wir dann gesagt, so, wir sprechen. Ich habe den Leuten das erklärt, in aller Offenheit. Was natürlich schon mal peinlich ist, wenn du als Moderator da sitzt und den Leuten erklären musst, ja, meine Damen und Herren, leider ist das Spiel schon beendet. Aber wir versuchen jetzt mal eine Aufzeichnung zu bekommen, bleiben Sie mal dran. Also du warst in der Zeit im Studio und live im Bild. Ja, klar. Okay. Ich war die ärmste Sau. Und dann, da bist du auch eine arme Sau. Und dann haben wir das aber auch geschafft, dass die uns aus Amerika die Aufzeichnung überspielt haben. Allerdings muss man dazu sagen, dass der Kommentator vor Ort nicht mehr kommentieren konnte. Das heißt, ich musste das aus dem Studio kommentieren. Und das ist immer blöd. Damals gab es noch diese großen Matzbänder und die ruckelten. Da musste man ein Stück zurückgelaufen, mussten das zurücklaufen lassen. Und ich glaube, ich war der einzige Reporter, der jemals ein Tennisspiel 5 Minuten rückwärts kommentiert hat. Das war so. Und das Spiel hat gar nicht so lange gedauert. Becker hat gewonnen in 2 Sätzen, ganz souverän. Gott sei 6-4, Dank. 6-4, 6-4. Ja, aber die eigentliche Spielzeit war, ich sag mal, 1 Stunde 40. Aber durch all diese Probleme hat das über 5 Stunden gedauert. Also ich saß da und dann war das Bild wieder ganz weg und dann musste man wieder überbrücken. Und dann habe ich mit den Leuten gewettet, werden wir diese Übertragung jemals zu Ende bekommen und. Und das will ich aber abschließend sagen, es war niemand böse. Es war keiner aggressiv, es hat nicht einer, gut, es gab kein Facebook, es gab einfach nur eine Menge Post danach, wo die Leute sich bedankt haben, sie hätten selten so viel Spaß bei einer Sportübertragung gehabt. Und das Irre war, wir hatten an dem Abend in Frankfurt die werbetreibende Industrie eingeladen, weil wir zum ersten Mal, ach, das auch noch, und da saßen im Interconti 200 Leute, Großbildleinwand und dann dieses Drama, aber die waren nicht böse. Es kam dann ein Fax, unterschrieben von den Leuten da, wir hätten sich blendend unterhalten gefühlt und so weiter. Das darf dir natürlich nur einmal im Leben passieren. Ja. Wenn dir das heute passiert, Kopf ab, ganz sicher. Aber das war so, dass die Leute da, und das war das Schöne daran, das will ich damit zum Ausdruck bringen, wir waren unbedarft, wir haben versucht dann immer die Situationen zu retten und das ist uns zum Teil auch gelungen, sehr unkonventionell. Und wie gesagt, deswegen musste man auch keine Angst haben vor dem Programmdirektor, dass der am nächsten Tag kommt und es rollen Köpfe oder so, wie es eben halt heute ist. Und das war das Schöne an dieser Zeit. Und er hat nicht nur großes Tennis übertragen, sondern auch großen Fußball. Ne? Die Fußballspiele der RTL-Betriebsmannschaft. War ein Highlight. Viel im Saarland gespielt. Wie kommt man denn darauf? Viel im Saarland gespielt. Ja, in Ludwigsburg damals wahrscheinlich. Nee, wir haben in Sandwendel gespielt. Ah ja. Gegen das Technische Hilfswerk. Das weiß ich noch wie heute. Das war unfassbar. Ich habe die Zeitungsausschnitte noch. Da kamen 12.000 Leute. Sandwendel flutete über. Die Leute saßen in den Bäumen. So die wie kamen man wegen euch, wegen RTL? Die kamen wegen RTL. Wie gesagt, haben es die Leute RTL aus dem Fernsehen. Ja, weil wir waren Piraten. Wir waren die Außenseiter. Wir waren gegen das Establishment. Wir haben gegen ARD, ZDF geschossen. Die Leute fanden das, also ich sag mal, zu 60% gut. 40% fanden das auch furchtbar, was auch legitim war. Und dann haben wir gesagt, so, wir spielen in Sandwendel gegen das Technische Hilfswerk. Und das war ein Feiertag, Fronleichnam oder sowas, ein Donnerstag. Und übertragen das auch bei uns im Programm. Und das war natürlich sehr spaßig alles und nicht so ernst. Und ich weiß das noch wie heute, da bin ich nämlich aus Madrid gekommen. Am Donnerstagmorgen war Mittwoch, war UEFA-Pokal-Endspiel, damals noch mit Hin- und Rückspiel. Real Madrid gegen Videoton, Tschechisch Verherver, ihr erinnert euch, Real verloren 0-1. Aber in der Addition waren sie UEFA-Pokalsieger. Aber dann kam ich in Luxemburg in Findel am Flughafen an und da holte mich Werner Schulze-Ertl, Begriff, unser Torwart, guter Torwart, der holte mich ab und wir fuhren jetzt also gemeinsam nach Sandwendel und wunderten uns, dass da so viel Betrieb war.
bis wir feststellten, die wollen alle zu unserem Fußball spielen. Das war unglaublich. Das war unglaublich, wirklich. Aber das war das Schöne daran. Das war, wir waren sehr, sehr, sehr beliebt. Ja. Wer hat denn noch so da mitgespielt? Werner Schulze-Erdl, waren da noch so ein... Alle, die da gearbeitet haben. Ich weiß, ich kenne den Burkhard Weber, der war lange Jahre Sky-Sportchef. Auch Kollege von mir, mein Stellvertreter auch Kommentator. Ein guter Fußballer übrigens, ein sehr guter Fußballer. Sein Bruder war auch mal Bundesligaspieler, aber dann in einen Skandal verwickelt. Selbst Peter Klöppel hat mitgespielt, der ist aber kein guter Fußballer gewesen. Hugo Egon Balder hat mitgespielt, das war aber auch mehr ein Spaß. Ich überlege gerade, wer damals alles so... Hans Meiser? Nee, der hat keinen Fußball gespielt, nee, das war ihm zu blöd. Fußball hat er nicht gespielt. Gottschalk hat wahrscheinlich auch nicht mitgespielt? Nee, ach Gott, nein. Radio Luxemburg noch? Gottschalk, der war da noch nicht bei uns und war von Radio Luxemburg schon wieder weg. Gerd Müller-Gerbes? Nee, der war schon zu alt damals. Schon da, der war der Trainer. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Andreas Schnabel, die kleine Sportredaktion, die wir damals hatten, Alexander Schuller, aber das sind alles Namen, die dann irgendwann im Orbit geblieben sind. Aber die haben damals auch moderiert zum Teil und so weiter, ja. Das ist diese schöne Seite vom Fußball. Aber wir haben es eben auch schon kurz angerissen. Es gab dann auch ein sehr einschneidendes, negatives Erlebnis in Verbindung mit Fußball. Ja, man muss ja dazu sagen, dass wir damals, wir hatten ein Riesenglück, Zeit 84 bis 89. RTL war Eurovisionsmitglied. Und die Eurovision hat das erst gar nicht geschnallt, dass wir gar kein richtiger Luxemburger Sender waren, sondern wir wollten ja nach Deutschland. Luxemburg hat uns nur sehr sekundär interessiert. Und dann haben wir, man muss sich das so vorstellen, dass die Eurovisionsrechte werden, die Kosten werden aufgeteilt nach Einwohnerzahl des Landes. Das heißt, Deutschland hatte damals 57, 58 Millionen Einwohner. Luxemburg hatte 300.000 Einwohner. Das heißt, Beispiel, Endspiel um die Fußball-Weltmeisterschaft oder die ganze WM in Mexiko hat damals die ARD, ZDF, ich sag mal, 8 Millionen gekostet. Wir haben 60.000 bezahlt. Und das haben wir ausgenutzt. Ja. Und deswegen haben wir alles, was in der Eurovision übertragen wurde, also auch Olympische Spiele. Ich war bei den Winterspielen in Calgary. Ich habe null Ahnung davon gehabt, aber es war sehr schön. Und so konnten wir alles übertragen. Also auch das besagte Endspiel, auf das du gerade angesprochen hast. Das war 85, glaube ich. Ne? Das war 85. Liverpool gegen Turin und... Genau. Es war in Brüssel und das war in der Tat einer der schrecklichsten Momente, wenn du, ich glaube, Anpfiff war damals nicht 20:45, sondern 20 Uhr und es war noch ein Wochentag, kein Samstag, Mittwoch. Und ich war relativ früh in Brüssel gewesen, alleine, das war damals so, da bist du nicht mit einer riesen Crew durch die Gegend gefahren, sondern du bist alleine dahin gefahren. Du hattest deinen Reporterplatz, einen Monitor, da war keine Redaktion, nichts, gar nichts, das alles alleine gemacht. Und wie gesagt, Anstoß war 20 Uhr. Ich habe mich da umgeschaut in Brüssel, hatte gar nicht das Gefühl, dass da so eine aggressive Stimmung in der Luft lag. Hatte ich nicht, ganz im Gegenteil. Und dann stehe ich um 19 Uhr da auf dieser Tribüne und nehme an meinem Reporterplatz, setze mich da hin und schaue auf den Monitor und denke, da in der Kurve, das sieht aber komisch aus irgendwie. Und dann wurde mir bewusst, da liegen Tote. Das wurde mir dann bewusst. Und dann habe ich das natürlich an unsere Kollegen in Luxemburg durchgegeben und gesagt, ich weiß nicht was, aber hier ist was ganz Schlimmes passiert. Und dann läuft diese ganze, das war wirklich ein paar Minuten vorher, ist das passiert, dass diese blöde Mauer da eingebrochen ist. Genau, es gab Randale zwischen Hooligans, Panik entstanden. Genau, und die wollten runter. Ja. Und am Ende 39 Tote, mehr als 400 Verletzte. Und das war so eine Situation, wo du dann natürlich erstmal, wie gesagt, du bist alleine da, du kannst dich auch nicht mehr wegbewegen vom Mikrofon. Und dann habe ich den Kollegen in Luxemburg das gesagt, also passt auf, hier ist was Schlimmes passiert. Einzelheiten kann ich euch noch nicht sagen. Und das war damals die Stärke von RTL. Dann haben sie sofort das gesamte Programm früher angefangen. Wir waren also noch gar nicht auf Sendung. Und ich weiß noch, dass Hans Meiser blieb dann im Nachrichtenstudio und wir haben dann permanent berichtet über das, was da passiert ist. Mhm. Also ich vor Ort, die mit ihren Möglichkeiten aus Luxemburg. Jetzt muss man noch dazu sagen, dass relativ viele Leute aus Luxemburg nach Brüssel gefahren sind, um sich das Endspiel anzugucken, ist ja nicht weit. Und da haben die Leute auch Angst gehabt um ihre Angehörigen. Und dann war das eine reine Katastrophenberichterstattung, nichts anderes. Und dann war es soweit, es war ja spät, dann, das hat sich ja um 2,5 Stunden oder so verzogen. Und dann wurde ja beschlossen, es wird gespielt, was ja zunächst mal völlig unverständlich ist, wenn man sich überlegt, dass da gerade 39 Menschen tot in der Kurve lagen. Das ZDF hat deshalb auch entschieden, das Spiel nicht zu übertragen. Argumentativer Eiertanz, weil die haben die komplette Randale alles übertragen. Ja, dann kam das Spiel und haben gesagt, nee, machen wir nicht. Kann man auch so sehen, muss man nicht.
Und ich habe dann aber gesagt, pass auf Leute, ich werde hier kein Fußballspiel kommentieren. Das geht nicht. Ich werde kein Wort zu diesem fußballerischen Geschehen sagen. Nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Wenn überhaupt, dann, wenn ich was Neues erfahre in Sachen der Dinge, die hier drumherum passiert ist, dann werde ich das weitergeben. Lasst das Spiel laufen, nutzt mich als Informationsquelle. Und ich habe den verwandelten Elfmeter von Platini nicht kommentiert. Nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Also kein Wort zum fußballerischen Geschehen. Das heißt, es gab dann mehrere Minuten Stille oder beziehungsweise nur Stimmung auf dem Stadion? Ja, es war einfach, ja, war wahrscheinlich die beste Kommentierung, die ich je gemacht habe. Also es ist so. Das wünschen sich viele Fans, glaube ich, heutzutage. Ja, du hast ja die Wahl, bei Sky hast du ja die Wahl. Ja, ja, eben. Genau, und ich sag dir das, wenn es nicht ist, wenn du dich nicht über die arme Sau aufregen kannst, wird dir was fehlen. Das machen 0,1% der Leute, ja, wenn ja. überhaupt. Die regen sich ja gerne über die Kolleginnen und Kollegen auf. Jetzt ist es ja oft so, und es ging dir ja wahrscheinlich ähnlich, dass du, wenn du in der Situation bist, funktionierst du. Du machst deinen Job und blendest vielleicht einige Emotionen in dem Moment aus. Nein, ich bin da nicht so gut drin. Ich war da schon sehr emotional, weil ich mir einfach vorgestellt habe, dass da Väter mit ihren Söhnen gestanden haben. Mhm. Ich bin da, natürlich funktioniert man, aber ich bin da schon sehr emotional gewesen. Sehr emotional. Ich kann es nicht sagen über mich selber. Es gibt Kollegen, die haben behauptet, ich hätte dann geweint. Ich kann das nicht bestätigen und auch nicht dementieren, weil ich mir dessen nicht bewusst bin. Aber ich bin nicht so gut darin, dass ich meine Gefühle dann komplett ausblende, sondern dann bin ich nicht so der hundertprozentige Journalist, obwohl ich das natürlich versuche, aber ich bin dann doch mehr auch ja, der betroffene Mensch in diesem Augenblick. Ja. Und das kann ich nicht gut. Also ich kann mich erinnern, da war mal ein Bundesligaspiel, Bayern gegen den HSV. Und da ist ein Spieler, altes Olympiastadion, ein Spieler vom HSV, da war ja dieser Wassergraben. Könnt ihr euch dran erinnern? Und dann fliegt der Ball so ins Aus und der Spieler will den Ball fangen und geht weiter nach hinten, nach hinten, nach hinten und fällt komplett mit dem Rücken den Wassergraben rein. Ich habe gedacht, der ist tot, wirklich. Und dann haben sie da, dann sah ich auch noch da, wie sie ein weißes Tuch da unten über den rüberlegten und so. Es war ganz schrecklich, der war nicht tot. Aber bis ich wusste, dass der, ich konnte nicht mehr, das hat mich, also das ist dann der Moment, wo ich dann alle meine Emotionen, was ich dann so empfinde, das bringe ich dann zum Ausdruck. Und das ist dann nicht journalistisch, sondern das ist eine pure Emotion. Ja, aber das ist ja auch authentisch. Diese Erfahrung von Heisel, wie lange hast du die mit dir rumgeschleppt? Es geht erstaunlicherweise sehr schnell. Ich habe ehrlich gedacht, so, jetzt gehe ich nicht mehr. Ich gehe in kein Fußballstadion mehr. Dann war ja die Sommerpause gewesen und es hat, ja, wie lange dauert das? 2 Monate. Ich habe darüber nachgedacht, wie verhalte ich mich, wollte auch meinen Beruf deshalb nicht aufgeben. Das wurde mir dann auch bewusst. Und dann habe ich beschlossen, wenn ich jetzt in ein Fußballstadion gehe, werde ich sehr genau immer gucken, wohin gehe ich, wo halte ich mich auf. Und das mache ich auch bis heute noch so. Also du wirst mich nie wieder auf einem Stehplatz antreffen, nie wieder. Auch wenn das nicht populär ist. Ich glaube, dass man Stehplätze, das wird man sowieso machen, abschaffen muss. Weil ich da so viel Scheiße sehe auf Stehplätzen, auch jetzt gerade, was immer mit Pyro gemacht wird und so weiter. Ich glaube, es wird nicht anders gehen. Irgendwann werden sie es abschaffen. Was ein Stich in mein Herz ist, weil ich bin ja also Stehplatz. Da werde ich ganz nervös bei so einer Forderung. Ja, es ist keine Forderung. Oder bei so einem Wunsch. Ja, ich glaube, es wird auch so kommen. Weil es ist ja der Vorteil von Stehplätzen ist ja unter anderem auch, dass man eben für 9 Euro oder für 15 Euro ins Stadion kann und nicht wie in England 30, 40 Euro bezahlen muss. Also ich sage es euch so, wie es ist. Das ist jetzt ein brutaler Bruch. Es wird alles so kommen wie in England. Alles. Es wird genauso teuer wie in England. Irgendwann fallen auch, das wird noch dauern, 10 Jahre oder vielleicht auch länger, Stehplätze werden auch wegfallen, ganz sicher. Ganz sicher. Aber es dauert vielleicht 10, 15 Jahre noch. Es wird sich sowieso noch in diese Richtung hin viel ändern. Es wird noch kommerzieller. Eindeutig. Tut mir leid, aber ich will das nicht. Ich würde gerne Stehplätze haben wollen. Aber dann möchte ich auch Menschen haben, die da verantwortungsvoll stehen. Ja. Und mir nicht irgendwelche Wunderkerzen auf den Kopf schmeißen. Wunderkerzen sind schon Pyrotechnik, meiner Meinung nach. Und wer das verharmlost, es ist dann von Teilen dieser Leute ist es eine komplette Verharmlosung. Ich akzeptiere das nicht. Null Toleranz. Wenn es nicht so wäre. Die können ja Pyrotechnik machen. Die können sich ja davor stellen, irgendwie 10, 20, 25 Leute, ist mir scheißegal. Große Wassereimer, steht die Feuerwehr, da können sie ihre Fackeln abbrennen. Aber bitte nicht in den Rängen und nicht schwarz sozusagen Pyrotechnik mitbringen, die dann auch noch in Zuschauerränge geschossen werden. All das, was ich erlebt habe. Nein, null Toleranz. Ja, das kann man jetzt weiter ausführen. Aber dann, machen wir lieber nicht. Das machen wir lieber nicht. Wir wollen ja über Fernsehen sprechen. Ja.
1988, der große Wurf für RTL und sicher auch für dich. Da konnte man sich im Bieterkampf für die Bundesliga durchsetzen. Fußball zum ersten Mal nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und du warst der Moderator von Anpfiff. Ja, das stimmt ja nicht so ganz, weil wir hatten die Rechte ja nicht exklusiv. Wir hatten nur eine Teilexklusivität. Das heißt also, wir machten die Sporttour, gab es ja ganz normal weiter. Zumindest durftet ihr mal mitmischen. Wir durften alle Spiele zeigen, das war neu. Wir hatten alle Spiele und die Sporttour hatte nur 4 oder 5. Und das Sportstudio hatte dann wieder alles, aber wir hatten im Grunde genommen vorher auch alles. Das heißt also, ich weiß gar nicht mehr, alle Sendezeiten habe ich nicht mehr im Kopf. Wir haben da wild herumexperimentiert, aber die erste Sendung bestand dann darin, dass wir, ich glaube, 18 Uhr angefangen haben und um 23 Uhr aufgehört haben. Also eine 5-stündige Fußballshow. Und wir haben die irrige Auffassung gehabt, dass man jetzt 20 Minuten zeigen kann als Zusammenfassung von Köln gegen Duisburg. Da konntest du keine 3 Minuten zeigen. Aber wir wollten den Leuten mehr Fußball zeigen, mehr bieten. Aber es war so, wenn du solche Spiele hattest, dann hast du gemerkt, das geht überhaupt nicht. Weil du nach 3 Minuten hast du gedacht, um Gottes Willen, was ist das für ein scheiß Fußball? Ja, war es ja auch zum Teil. Und das war, aber nochmals, wir waren neu, wir waren enthusiastisch. Was war noch neu an eurem Konzept im alles, Vergleich zur Sportschau? Alles zur Sportschau war alles neu. Wir hatten Publikum, wir hatten Gewinnspiele, unsere Interviews waren länger, wir hatten Expertenrunden. Netzer war ja unser erster Experte gewesen. Du hast ihn entdeckt. Wenn man so will, habe ich ihn entdeckt. Ja, ein fabelhafter Mensch. Wirklich ein fabelhafter Mensch. Also das war, wobei er bei uns Probleme hatte. Das war eine andere Zeit als später mit Delling. Das war eine ganz andere Zeit. Aber ich habe ihn unendlich gerne gemocht in seiner ganzen Art. Aber inwiefern warum hat er Probleme? Ja, weil er natürlich für die damalige Zeit viel zu sachlich war. Und wir waren natürlich ein bisschen aufgedreht. Alles war bunt, alles war peppiger und Günther hat immer versucht, das zurückzuholen und dann wirkte er, also so war das auch in der Kritik damals zu lesen, wie so ein Finanzbeamter und ich sage das jetzt auch so selbstkritisch und ich natürlich immer so mit der Schnüss vorne weg und dann kam er und das hat erstmal nicht so richtig gepasst, aber das hat sich alles gegeben und er war dann hinterher genauso gut wie in der ARD, das hat man dann auch anerkannt und wir haben aber erst, als wir damit angefangen haben, komplett auf die Fresse gekriegt, komplett, also in der Fachpresse. Und dann so nach 7 Monaten haben sich die Leute daran gewöhnt und dann gab es eine Umfrage irgendwo, welches ist die beliebteste Sportsendung, Sportschau, Sportstudio oder Anpfiff, und dann gewann Anpfiff. Und dann merkte man, dass die Leute, die uns geguckt haben, die kamen immer mehr damals auf unsere Seite. Dass das dann später wiederum in eine andere Richtung lief, also jetzt muss ich die Kollegen von RAN benennen, die das auch erst super gemacht haben. Und dann haben sie immer mehr übertrieben. Und am Ende konntest du das in der Form auch nicht mehr ertragen. Also das ist das Problem beim Privatfernsehen, dass man immer versucht, irgendwie noch mehr zu machen und es noch bunter und noch origineller. Und das geht dann manchmal schief. Ja. Du hast eben schon gesagt, ihr wart bei allen Spielen vor Ort oder habt versucht, unter anderem auch 89 bei der Partie St. Pauli gegen Bayern München. Und da hast du Barbara Ehlichmann, die später exklusiv moderiert hat, schwer enttäuscht, weil sie hätte Geschichte schreiben können. Als erste Fußballreporterin, ja, das muss man sich auch mal vorstellen. Das war eine Live-Übertragung, St. Pauli gegen Bayern München, aber die war nicht in ganz Deutschland zu sehen, weil der DFB das damals verboten hat. Also da gab es dann den sogenannten Ballempfang, das ist ein technischer Ausdruck aus dem Fernsehen, hat nichts mit dem Fußball zu tun, sodass man das Signal beschränken konnte, ich sage jetzt mal auf den Großraum Hamburg. Dann konnte man dieses Spiel eigentlich nur in Hamburg, Niedersachsen oder sonst wo sehen und in den anderen Bereichen konnte man das Spiel nicht sehen. Aber Fakt war, dass wir das live übertragen haben und wir wollten fliegen von Düsseldorf nach Hamburg. Flieger war kaputt, funktionierte nicht, deswegen mussten wir auf die Bahn umsteigen und haben es, also hat die Hamburger Polizei uns geholfen, obwohl die das gar nicht dürfen. Die haben uns abgeholt vom Bahnhof in so einen Tatütata-Wagen. War ein schönes Gefühl, mal so über alle Ampeln zu fahren, dürfen die eigentlich nicht. Und dann altes Millerntor, es war, ich sag mal, Anstoß 20 Uhr. Natürlich, was macht man? Barbara Ehlichmann war damals in unserem Regionalstudio in Hamburg. Und wenn Barbara setzt sich da mal hin. Netzer war schon da, der saß daneben. Und es war wirklich 3 Minuten vor Anpfiff. Ich
hastete diese Treppe da hoch. Ich werde diesen Blick nie vergessen, wie Barbara sich umdrehte und völlig enttäuscht war, dass ich da war. Und ich sah aber auch einen total erleichterten Netzer. Also insofern war das schon ganz gut. Naja, schlimm. Ja, aber nach 4 Jahren war der Schluss mit Anpfiff relativ zeitig. Warum? Ganz einfach, weil RTL ein Sender ist, der immer besser rechnen konnte als alle anderen. Man hat begriffen, dass man mit Fußball kein Geld verdienen kann. Und wenn man etwas macht bei RTL, dann versucht man entweder im Sport Reputation dadurch zu erzeugen, wie jetzt die Länderspiele, die übertragen werden. Das ist auch ein finanzielles Minus, aber für RTL ist das jetzt ein Muss, weil die auch an Bedeutung verloren haben in den letzten 10 Jahren. Und die Bundesliga war ein teures Zuschussgeschäft, also mehrere Millionen. Und ich weiß noch, wie Dr. Thoma, der hat sich kaputt darüber gelacht, dass dann Sat.1 keine Ahnung, wie viel mehr bezahlt hat als wir. Und die haben ja auch nie Geld damit verdient. Nie. Und das, nur an den Zahlen muss man es auch mal festmachen, ist ja leider so. RTL hat nach 3 Jahren Existenz schwarze Zahlen geschrieben, Sat.1 nach 16 oder 17 Jahren. Und auch nicht so richtig lange. Ja, und daran kann man aber ablesen, dass man muss es ja so sehen, das ist ein Wirtschaftsunternehmen, der ganze Kram da, und da geht es darum, Geld zu verdienen. Und das ist, also die Aufgabe bei RTL bestand immer daraus, darin aus 1 Euro 1,10 Euro oder aus 1 Mark 1,10 Mark zu machen. Eine andere Aufgabe hast du da nicht. Also wir reden nicht über Inhalte, sekundär, sondern du musst Geld verdienen. Das ist so wie in der freien Wirtschaft üblich und ist der Unterschied zu ARD und ZDF. Klar. Wie war es mit den Rechten für Wimbledon? Da haben wir Glück gehabt, die haben wir damals relativ preiswert bekommen. Da haben wir auch mal 3 Jahre mit Wimbledon Geld verdient, die ersten 3 Jahre. Das lief gut, also da haben wir einen Plus gemacht. Ich glaube, es war das einzige Sportrecht, das jemals Geld gebracht hat für RTL. Aber bei RTL ist das nicht so schlimm, wenn mal jetzt Formel 1 hat auch nie Geld gebracht. Aber es ist eine Mischkalkulation, die verdienen eben halt Geld mit, was weiß ich, wer wird Millionär oder was auch immer. Und deswegen können sie sich es leisten, da vielleicht nicht mit einem Plus aus der Veranstaltung rauszugehen. Und Wimbledon aber die ersten 3 Jahre waren ein Plus. Ich glaube, da haben wir 15 Millionen Mark verdient, ja. Aber später dann auch nicht mehr. Von Wimbledon 92 habe ich heute noch eine Highlight VHS zu Hause. Sehr schön, sehr schön. Zusammenschnitt. Treuer Kunde. Ja, tatsächlich. Wie viel Kilo Erdbeeren hast du in den ganzen Jahren? Ich habe da nicht so viele Erdbeeren gegessen. Aber ich muss sagen, das Wimbledon war für mich dann auch, als wir das zum ersten Mal bekamen, 89 glaube ich, war das für mich super, weil das war eine schöne Zeit gewesen. Auch da sind wir sehr unbedarft rangegangen. Und da ist es mir dann häufiger mal passiert, dass ich dort saß und in der ersten Woche Wimbledon hat es nur geregnet. Mhm. Es gab ja kein Dach über dem Kopf, nirgendwo damals. Also war ja nichts überdacht. Center Court ist viel später überdacht worden. Es konnte also fast eine Woche lang kein Tennis gespielt werden. Und ich saß dann immer da in meinem, wie ich fand, fabelhaften Studio, ganz klein, ganz nett, und musste immer überbrücken, weil wir hatten nicht viel Überbrückungsprogramm. Und dann, das habe ich aber gerne gemacht. Und das Einzige, was ich hatte, wir hatten so Vorschau-Monitore über alle Plätze. Und dann habe ich selbst Regie geführt und gesagt, so, jetzt gehen wir bitte auf Platz 6. Ich sehe da gerade, da ist Cliff Richard. Oh, Cliff Richard ist auf Platz 6, der sitzt da. Und dann hat er, das war super gewesen, wirklich. Dann haben die Leute da gesungen, I'm singing in the rain, und Cliff dieses Richard Jahr, vorne das weg. Ist mir tatsächlich noch bewusst, dieses Jahr. Ja, und dann habe ich gesagt, so, jetzt bringt mir Cliff Richard ins Studio. Dann sind die losgelaufen und eine Stunde später saß Cliff Richard da. Das war großartig. Geil, das war eine so schöne Zeit. Und auch da war, ich sage ja, man muss das immer wissen, wenn man fürs Fernsehen arbeitet, du hast immer viele, viele Gegner. Da hast du nur einen Bruchteil gehabt, der darüber gemeckert hat. Also da war eine 90-prozentige Zustimmung für die Art und Weise, wie wir das gemacht haben. Und das hast du selten in dem Geschäft. Sehr selten. Ja. Das war toll. Cliff Richard ist einer von, weiß ich nicht wie vielen Leuten, die du interviewt hast in deinem Reporterleben und Moderatorenleben. Gab es gerade, was Sportler angeht, besondere Lieblinge, die du gerne interviewt hast? Ja, es sind immer diejenigen gewesen, die so ein bisschen Kanten hatten. Also Kahn war immer in seiner aktiven Zeit relativ lustig. Auch Matthäus war irgendwie ein besonderer Typ, mit dem man reden konnte. Vor allem, wenn er verloren hat. Ja, wunderbar. Ja. Steffi Graf war immer eine Herausforderung, weil die immer sehr viel Angst hatte, bedingt auch, aber auch durch ihre gesamte familiäre Situation, was da alles so passiert ist. Da hast du gemerkt, gerade in der Zeit, als das dann so durch die Presse ging, puh. Aber die hat immer viel... Wollte nichts Falsches sagen, oder? Die wollte eigentlich gar nichts sagen. Das ist ja auch klar. Und willst du darauf angesprochen werden, dein Vater ist mit einer Nutte gerade erwischt worden und was weiß ich. Also, und ich weiß, dass ich mit Steffi lange Zeit immer in Amerika gesessen habe. Da war das hochaktuell.
Und dann habe ich sie wirklich, und das ist auch vielleicht eine Fähigkeit von mir, beruhigt. Ich habe gesagt, wir werden kein Wort darüber sprechen, du musst ja keine Sorgen machen. Wir werden jetzt ein ganz normales Gespräch führen. Wir werden über Sport sprechen, vielleicht auch ein bisschen über New York. Und da war sie immer sehr dankbar dafür. Und ich glaube, das hat sie auch bis heute nicht vergessen, wie ich die da behandelt habe. Und deswegen habe ich Steffi immer sehr gemocht in ihrer Art. Aber wenn ich über mein Lieblingsinterview-Gast, da sind wir wieder in Wimbledon, da war ich mal 14 Tage, der war jeden Tag bei mir im Studio, Sir Peter Ustinov, kein Sportler, ja, aber einer der größten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Ein Humanist durch und durch, einer, der mir so viel beigebracht hat, nur durch seine Art, nur durch seine Art. Und der war jeden Tag, 14 Tage lang, immer eine halbe Stunde bei mir im Studio. Und das war, also ich war nie ein guter Schüler, aber da habe ich viel gelernt in der Zeit. Weil das vom Kopf her und von der Art her, das ist Weltniveau, also menschliches Weltniveau. Und das hast du sehr selten. Ja. Und gab es auch das genaue Gegenteil? Leute, ach, es gibt immer, die du überhaupt nicht gerne interviewt hast? Ach, eigentlich nicht. Also wenn einer mal patzig war, oder das ist ja legitim, das können die ja alle sein. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich einen gar nicht gerne interviewt habe. Man hat vielleicht manchmal so unterschwellig ein bisschen Respekt mehr oder ein bisschen so ein Magengrummeln, wo man denkt, oh, der kann jetzt aber auch wieder patzig werden oder so. Natürlich alles erlebt. Also Rangnick ist so ein Typ, der unter Umständen mal schnell patzig werden kann, mhm, oder der dir so eigentlich klar machen will, ich bin hier der Professor und was willst du mit deiner blöden Kritik? Ja, das aber ich finde, damit sollte man einfach umgehen. Also das ist in Ordnung. Und ich kann mich erinnern, dass mal ein Kollege von mir, der Wilfried Mohren, ich weiß nicht, ob euch das noch was sagt, der wurde mal von dem Heinkes fertig gemacht, also so böse fertig gemacht, dass ich gedacht habe, Jupp, was machst du da, warum und ohne Not? Also alles, was der gefragt hat, hat der Heinkes ins Gegenteil verkehrt. Zum Teil zu Unrecht, zum Teil mit Recht. Das ist ja auch in Ordnung, um anderer Meinung zu sein, es zum Ausdruck zu bringen. Aber eigentlich endete jeder Satz damit, sie haben ja eh keine Ahnung. Und das finde ich ist nicht fair, weil es ist auch sprachlich falsch, wenn er wenigstens noch gesagt hätte, sie haben kein Wissen. Ahnung haben wir alle. Wissen, das ist was anderes. Das hätte ich zum Beispiel in so einer Situation auch gesagt. Wenn der zu mir gesagt hätte, Herr Potowski, Sie haben keine Ahnung, dann hätte ich gesagt, jetzt fangen wir mal mit der Sprache an. Okay. Ja, aber dann hast du es aber. Ja, ne? Klar. Dann hast du es. Ja. Aber das würde ich in Kauf nehmen, ja. 1998, dann wieder ein großer Wurf, der Domino Day. Durftest du auch moderieren, zusammen mit Wolfram Kohns. Jawohl. Die ersten legendären Worte der Sendung. Scheiße, der Teleprompter ist kaputt. Ja. Das war aber Linda. Linda, wie kam es dazu? Der Teleprompter war kaputt, ja. Okay. Ganz einfach. Aber warum konnte sie nicht einfach überbrücken? Also warum hat sie dann... Ja, weil das ist dann der typische Fall von Moderation können oder nicht. Und Linda ist jemand, die natürlich moderieren kann, aber die sehr streng in einem Konzept moderiert. Mhm. Das heißt, da gibt es Leute, die Texte schreiben, es gibt Teleprompter und wehe, der ist dann kaputt. Teleprompter... Vorlesen ist übrigens nicht so einfach. Also das ist wirklich nicht einfach. Ich habe da großen Respekt vor. Ich habe das nie gerne gemacht. In Nachrichten musste ich mit dem Teleprompter arbeiten. Ich habe das nie gerne gemacht, weil ich immer die Zeilen verloren habe. Aber sie konnte das nicht. Linda ist, es gibt noch mehrere Beispiele von Moderatorinnen und Moderatoren, die wirklich, ja, die dürften eigentlich gar nicht so heißen. Das sind mehr Schauspieler. Die lernen das, was sie da zu sagen haben, oder sie haben es auf dem Teleprompter. Aber lass dann, ich habe das mal erlebt, Birgit Schrowange, die eine tolle Kollegin ist, ohne Wenn und Aber, die hat mal die Wahl zur Miss Germany moderiert und da musste man ganz viel improvisieren. Und das konnte sie gar nicht, überhaupt nicht. Und das gilt für viele Kolleginnen und Kollegen. Ich finde immer diejenigen, die, also Jauch ist ein großartiger Mann, Gottschalk für mich der Beste, wirklich der Beste. Da können die Leute reden und sagen und tun und machen, was sie wollen. Die haben null Wissen über das, was wir da tun und meinen, sich darüber erheben zu können. Gottschalk war und ist grandios, einfach grandios. Ich habe das mal erlebt, da war ein Bochum-Presseball und da sollte Udo Jürgens auftreten, das war irgendwie im Januar oder so und es schneite wie blöd und Udo Jürgens kam irgendwie anderthalb Stunden zu spät und Gottschalk ging auf die Bühne in dem Wissen, ja, der kommt jetzt jeden Moment. Es dauerte aber anderthalb Stunden. Und dann hast du gesehen, da steht ein Mensch auf einer Bühne, der nichts hat außer seiner Stimme.
und moderiert anderthalb Stunden. Es war fabelhaft. Die Leute hatten so viel Spaß. Und dann kam irgendwann das Zeichen, so, Udo Jürgens ist da. Und dann hatte Udo Jürgens es schwer, weil Gottschalk da so eine grandiose Show abgerissen hat. Das ist für mich die wahre Kunst des Moderierens. Das müssen wir jetzt auch alles nicht so gut finden, alle nicht so gut finden. Da gibt es dann auch unterschiedliche Ansichten über Menschen, wie ich deren Art finde oder nicht finde. Da sind wir alle irgendwie geprägt, mögen den anderen nicht, oft aus Gründen, die man gar nicht erklären kann. Das ist einfach nur ein Gefühl und das ist oft falsch. Meine Erkenntnis war, viele Menschen, die ich so vom Fernsehen her kannte und die ich sehr, sehr mochte, bevor ich sie persönlich kennengelernt habe, das waren dann oft Arschlöcher. Und diejenigen, die ich nicht mochte, die waren dann plötzlich so wahnsinnig sympathisch. Das war das Komische. Wer hat dich denn so enttäuscht? In dieser Beziehung, ich werde in diesem Fall ausnahmsweise mal keine Namen nennen. Und da kommt ein weiterer Kollege. Ja, alles gut hier. Das ist schön. Wir sind beim Offenbacher Kunstverein, muss man dazu sagen. Und das war der Intendant, der sich gerade gemeldet hat. Also da würde ich jetzt keine Namen nennen wollen, das ist Quatsch. Also, aber um nochmal kurz über den Domino Day zu sprechen und vor allem über die erste Sendung, die hat dir ja einen schönen Bonus beschert. Ich glaube, 38 Flaschen Champagner waren es. Wie kam es dazu? Weil wir gewettet haben. Unser damaliger Programmdirektor war nicht so überzeugt von dem Format. Und ich habe aber gesagt, ich garantiere, dass das 4 Millionen gucken. Und für jede 100.000, hat er gesagt, für jede 100.000 mehr kriegst du eine Flasche Champagner. Und es waren dann 7,8 Millionen in der Tat. Also gab es 38 Flaschen obendrauf. Und die Quote hat sich ja noch weiter gesteigert. Das war ja in der Spitze dann irgendwann mal sogar 10 oder 11 Millionen. Also das war schon ein sehr erfolgreiches Format. Warum, ist auch ganz einfach erklärt. Weil das ist auch eines der wenigen Lagerfeuer, weil das haben Kinder gerne geguckt und die haben ihre Eltern gezwungen. Heute ist Domino Day. Komm, wir gucken mal zusammen, bitte. Und dann haben die 3 Stunden sich angeschaut, wie Dominosteine umgefallen sind. Aber ich fand das Format immer ganz wirklich akzeptabel, weil es waren oft dann auch Kunstwerke, wirkliche Kunstwerke, die da aufgebaut wurden. Ich fand das war ein tolles Format. Jetzt ist natürlich die Frage bei so tollen Quoten, warum gibt es den Domino Day nicht? Ganz einfach erklärt, irgendwann bekamen wir eine Wirtschaftskrise und die Nationen Ukraine, Polen, keine Ahnung, das haben ja 14, 15 Länder übertragen, die konnten sich das nicht mehr leisten. Die sind alle ausgestiegen und dann hätte die gesamte Produktion wäre dann bei RTL und NOS geblieben und das ist schweineteuer. Und die, wenn du dann merkst, du machst, was weiß ich, 5 Millionen minus, dann wurde das nicht mehr gemacht. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es irgendwann nochmal wiederkommt. Ausgeschlossen ist das nicht. Du hast ein paar schöne Auszeichnungen eingesammelt in den letzten Jahren. Ein Bambi gab es mal. Toll, du warst mal Brillenträger des Jahres. Ja, hier, tolle Brille. Ich glaube auch mal der schlecht angezogen zum Moderator Deutschlands. Genau, genau. Welcher Titel bedeutet dir am meisten? Der letztgenannte. Das war lustig gewesen, weil die Juryvorsitzende war Britta Stahlmann. Sagt euch das was? Das ist die Tochter gewesen von dem Boss von Wattenscheid 09. Also wenn ihr mal nachguckt, der Stahlmann ist einer der größten Mäzene des Fußballs gewesen. Ein fabelhafter Mensch übrigens, lebt schon 10, 15 Jahre nicht mehr. Die hatten große Textilunternehmen und Britta war die Tochter von Herrn Stahlmann, hatte auch eine eigene Modelinie und. Und die hatte also den Juryvorsitz und hat dann gesagt, so, Potowski, der schlecht angezogenste. Und das hat mich natürlich sehr gefreut, weil dann habe ich einen Leserbrief geschrieben. Ich glaube, es war in der bunten Illustrierte und habe dann geschrieben, liebe Frau Stahlmann, ich bedanke mich für die Auszeichnung zum schlecht angezogensten Moderator. Möchte Ihnen aber an dieser Stelle mitteilen, dass ich nur Anzüge aus Ihrer Kollektion trage. Oh, bumm. Ja, genau. Das war mir scheißegal, aber ich fand es einfach lustig. Ja. Kann ja auch stimmen, ich bin kein Modefreak, nie gewesen. Ja, aber den ganzen Auszeichnungen, die goldene Schallplatte hast du leider nicht geschafft. Doch, habe ich. Hast du? Ja. Und zwar habe ich die für 100.000 verkaufte Exemplare Teufelskicker, das ist ein Kinderhörspiel, hängt bei mir im Büro an der Wand, also nicht als Sänger. Nein, aber genau, als, der Sänger, ne? Ende der 60er hatte sie ja eine kurze Schlagerkarriere. Toller Titel übrigens. Welcher? Unter Olli Mario, Uli Mario. Ja, Olli wäre fast ich besser. Kann an keinem Girl vorübergehen. Ja, so. Könnte auch heißen, ich kann an keinem Grill vorübergehen. Ja, ich stehe dazu, ich habe das gemacht 1969, 70. Ich habe da null Hemmungen mit, das auch laut und deutlich zu sagen, dass ich das gerne gemacht habe. Und ich würde auch morgen, keine Angst, es passiert nicht, ich würde auch morgen wieder einen Schlager singen. Ich hätte da keine Probleme, weil ich da einfach Spaß dran habe, weil ich das so herrlich einfach finde, nicht nachzudenken. Also ich finde auch solche Zeilen wie ein Stern oder sowas, das ist so, es fährt ein Zug nach nirgendwo.
du sitzt im Auto, du hörst das, du singst mit, du vergisst Zeit und Raum. Ich höre alles. Ich höre Jazz, ich höre Klassik, ich höre Rock, ich höre Blues. Aber warum soll ich nicht auch einen Schlager mögen? Und wenn es mich irgendwie berührt und mir ein gutes Gefühl gibt, dann ist es gute Musik, egal welches Etikett draufklebt. Aber mit Schlagerliebe bist du bei uns genau bin ich, bin ich vorne. Das, da aber sagen wir auch nicht nein. Ich muss jetzt zugeben, dass ich kann an keinem Golf vorübergehen, mich nie wirklich richtig berührt hat. Das muss ich leider zugeben. Ja. Du könntest ja bei Andrea Berg anrufen und sagen, lass uns doch mal wieder was zusammen machen. Weil wäre an der Zeit. Du hast es immerhin mal in der ZDF-Hitparade auf Platz 1 geschafft. Genau, wäre an der Zeit mal wieder. Die ist ja auch mit einem Uli verheiratet, mit Uli Färber. Ja, kennt direkt ihr? Auch ein Hotelzimmer zu ja, Uli Färber, großer Spielervermittler auch. Ja, also es passt alles wieder. Ja, das habe ich auch mal gemacht. Da kannte Andrea Berg wirklich noch niemand. Das war ihr erster Nummer 1-Hit in der ZDF-Hitparade. Steigt wieder auf. Ja, wir leben alle auf dieser Erde. Es kann nur an mir gelegen haben, nicht an ihr. Definitiv nicht. Auf keinen Fall. Aber es war eine, damals, also das hört sich chauvinistisch an, es war auch damals eine sehr hübsche junge Frau. Sie ist immer noch hübsch, aber eben halt anders. Ja. Alles in Ordnung. Eine Auszeichnung, die dir fehlt? Ist der Dancing Star, RTL Dancing Star. Hat ja nicht viel gefehlt, 5. Platz oder so, ich weiß es gar nicht. Nachdem du wieder einsteigen durftest. Ja, aber das war ja auch. Aber immerhin, dann hat's. Ach, das war ja auch so eine Sache, die, ich bin ja da ehrlich, das hat mir auch viel Ärger eingebaut. Ich habe das gemacht damals, weil es wirklich dafür ein ordentliches Honorar gibt. Also dafür müssen manche Menschen mehr als ein Jahr arbeiten. Mhm. Und mein Plan war, du gehst da hin, fliegst raus und hast deine Ruhe. Es ging ja auch auf. Ja. Nur leider verletzte sich dann irgendwie jemand. Ach nee, das war damals mit, das war noch nicht mal die Verletzung. Es war zwar eine Verletzung, aber dann hätte ein anderer nachrücken müssen. Aber der hatte gerade ganz schlechte Witze gemacht über Roger Cicero. Und den, Nils Ruf. Genau. Ach, Nils Ruf, genau. Ja, stimmt, da gab's einen, eigentlich da, hat dann, da haben die RTL-Zuschauer geschrieben, wenn der wieder mitmacht, gucken wir das nie wieder und so. Da war ein Shitstorm und dann kamen die zu mir und dann haben die gebettelt und dann habe ich gesagt, ja, dann müsst ihr mir noch ein bisschen mehr Geld geben. Ich wollte gerade fragen, hast du was raus? Ja, es gab noch einen kleinen Nachschlag, ja. Und dann, ja, da passierten dann komische Sachen und die Leute haben mich zum Teil immer wieder gewählt, weil sie mich, glaube ich, auch bestrafen wollten und andere Leute, die hatten einfach Spaß daran, wie ich mich da gegeben habe. Das war lustig in der Zeit, wenn ich zu McDonald's mal gegangen bin. Und da waren dann so, aber nur in der Zeit, und da waren dann irgendwie 30 elfjährige Schülerinnen und die erkannten mich. Da war ich mal eine Zeit lang so wie Justin Bieber. Ne? Dann kam er ein Selfie, kam eine ganze Schulklasse und so. Ja, aber war lustig, aber es ist auch Gott sei Dank vorbei. Ja. Jetzt ist ja der Gagenfaktor zum Beispiel beim Dschungelcamp jetzt auch nicht zu verachten. Kannst du dir das auch vorstellen? Ich hätte keine Probleme damit zu machen. Ich sage das ja auch, ich werde jetzt 66. Wenn jetzt die Leute vom Dschungelcamp kämen und die würden mir das bezahlen, was ich dafür haben will, ich würde es nicht machen unter 100.000 Euro, um es deutlich zu sagen, dann würde ich es mir zumindest mal gut überlegen. Ich wurde jetzt gefragt für Promi Big Brother, das mache ich nicht, definitiv nicht. Warum? Was ist da der Weil das ist dieses Eingesperrtsein in so eine komische Bude. Die Leute sind noch schlimmer ausgesucht, finde ich. Die sind noch eine Kategorie tiefer als beim Dschungelcamp. Aber ich würde in den Dschungel gehen und würde einfach nichts machen. Das wäre dann mein Plan. Also ich würde dann schlafen. Nichts essen von dem Zeug, was sie mir da, ist mir doch scheißegal. Es wäre mir wirklich egal. Ich muss mich doch nicht beweisen, um irgendwelche Hoden zu fressen. Also das ist so ein Schwachsinn. Dann können die Leute auch einen Tag länger Reis essen. Wird schwierig werden mit großen sportlichen Aktivitäten, das gebe ich zu, weil ich da nicht mehr so sonderlich gelenkig bin, da in diesen Tunnel da runtertauchen. Ich habe keine Angst vor diesen Tieren, aber ich bin da einfach nicht beweglich genug für. Das würde mir schon, das würde nicht mehr gehen. Aber ich könnte trotzdem zur Unterhaltung da beitragen, auf eine andere ja Art und super. Weise. Jemand, der immer wieder von den Zuschauern in die Prüfung gewählt wird, der dann immer wieder sagt, ja. Ich mach's nicht. Ja, ja. Ich höre ja nach dem dritten Mal. Aber nach dem dritten Mal hören die auf. Dann hören die auf. Ja, das mag sein. Ja, ja. Aber da gab es noch keine Anfrage in den letzten Jahren. Ich hatte mal eine vor 3 Jahren, aber da habe ich sofort Nein gesagt. Also solange ich noch aktiv arbeite bei Sky, mache ich das nicht. Definitiv nicht. Nein. Ich will nicht im Stadion. Also mit Let's Dance, das hielt sich in Grenzen. Das ist auch, glaube ich, ein halbwegs vernünftiges Format. Da haben auch ein paar gelästert. Aber so in den Stadien, das auch die Trainer zum Beispiel, die haben sich eigentlich alle ganz positiv geäußert, dass man überhaupt den Mut dazu hatte und so. Und ich muss sagen, das, was die Tänzer da machen, die Profis, was an Trainingsaufwand, Geschmeidigkeit und Intensität, da kann man sich, also 90% der Fußballprofis, eine Scheibe abschneiden. Das ist unglaublich, was die da machen. Großen Respekt.
Wir alle müssen Geld verdienen, um gut durchs Leben zu kommen. Deswegen, das ist ein ganz gutes Stichwort. Du hast auch ein paar Sachen gemacht, die von der Öffentlichkeit oder von bestimmten Medien kritisiert worden sind. Zum Beispiel? Zum Beispiel der Pferdesportkanal Race oder... Habe ich gerne gemacht. Ich die geliebt. Call-In-Spielshow Galoppstars TV. Jo, habe ich auch geliebt. Oder Geld verdient wurde damit, dass Leute anrufen, in der Hoffnung, dass sie was gewinnen. Ja, aber nochmal. Also neues Live-Prinzip. Jein, muss man ein bisschen unterscheiden. Also Race TV, Pferdewetten, das ist ja eigentlich, sonst wäre ich nie das geworden, was ich heute bin wahrscheinlich. Also insofern bin ich denen was schuldig geblieben. Ich habe das geliebt und ich würde auch jederzeit dazu stehen, dass ich auch heute noch Pferdewetten abgebe. Und es hat auch einen immer noch sportlichen Hintergrund. Wie viele Leute machen Fußballwetten? Wenn ich sehe, ich sehe ja nur noch Oliver Kahn im Fernsehen bei Tipico, den müsste ich ja auch verdammen, tue ich nicht. Aber wirklich, da habe ich überhaupt null schlechtes Gewissen. Und das, was da nachts gelaufen ist mit den Plastikpferden, das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Das war super lustig. Und ich habe, nochmals, ich habe niemanden gezwungen, irgendwo anzurufen, irgendwas zu machen. Niemanden. Also wirklich nicht. Und wenn das einer nicht will, dann will er es nicht. Das ist, so einfach ist das Leben. Vielleicht ist das ein bisschen naiv von meiner Seite aus, aber das stimmt schon. Es ist dann auch irgendwann und irgendwo ein Teil meines Einkommens, ein Teil meines beruflichen Lebens. Und ich habe auch viel Werbung gesprochen oder sowas. Ich habe auch Werbespots gemacht und das stört mich nicht. Man muss nur immer wissen, wer man selber ist und ja, aber bitte, ist jedem überlassen. Darf man mich für kritisieren, aber... Wenn man so da gut. So im Pferdesport drin ist, juckt es einen auch? Ich meine, du hast früher hier in Schwarz, wie wir schon gehört haben, die 800 Mark verdient. Dann auch, wenn man mehr Kohle hat, mehr das investieren? Auch mal ein bisschen zu tippen oder warst du da immer... Also beim Wetten meinst du? Ja, genau. Wenn ich bin jetzt Sonntag wieder auf der Galoppbahn in Köln. Ich liebe es, da hinzugehen. Ich habe immer ein Etat. Für 8 Rennen sind das... Das mögen für manche Leute wahnsinnig viel Geld sein. 200 Euro, die ich da einsetze. Ich schwöre dir aber, dass ich von den 200 Euro, die ich einsetze, Minimum 150 wieder zurückbekomme, sodass ich 50 Verlust habe. Aber andere Leute gehen Golf spielen, rauchen, trinken Alkohol. Ich rauche nicht, ich spiele kein Golf, ich trinke keinen Alkohol. Also gebe ich meine 50 Euro auf der Pferderennbahn aus. Und manchmal mache ich aus den 200 auch 400. Aber da geht es gar nicht. Ob ich 200 Euro habe oder 300, das ist ja fast egal. Es geht ja so, ist ein bisschen so Rechthaberei. Mal ganz ehrlich, eine Fußballwette abzugeben, auf Dauer, ist völliger Schwachsinn. Du kannst nichts damit verdienen. Das kann mir keiner erzählen. Wenn vielleicht 2 oder 3% der Leute werden Plus machen und der Rest verliert dabei auf Dauer. Da geht es auch um Rechthaberei und um das Gefühl zu haben, so, ich habe mal aus meinen 10 Euro jetzt 54,20 gemacht. Aber der soll mir mal gegenübertreten, der mir nachweislich zeigt, dass er das ganze Jahr über bei Fußballwetten Geld verdient. Gibt es ein paar, aber ganz wenige. Also deswegen, das macht Spaß, sonst nichts. Aber man kann es auch verdammen. Ich kann das verstehen. Spielsucht ist ein... Man sagt ja, dass 40% unserer Bundesliga-Profis Spielprobleme haben. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Es gibt eine Studie, die das sagt. Da muss man auch tunlichst drauf aufpassen. Das ist in der Tat richtig. Aber also es soll einen Bundesliga-Verein geben, da spielen sie Taschenbingo. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kommen die Spieler am Flughafen an und dann wird gewettet, welche Tasche als erste rauskommt. Ja, aber da werden aber auch 1.000 Euro gibt jeder. Ne? Geil. Wobei 1.000 Euro dann... Für den nächsten Urlaub. Idee, ja. Das sind 25.000 Euro, die im Pott sind. Ne? Dann kommt deine Tasche als erstes, hey, gewonnen. Aber das je nachdem, welche Liga, ist das ja nicht so viel Geld. Ja, in der Kreisklasse werden es dann 50 Cent sein. Ja, ja. Das ist ja, mein Gott. Ich sag, man muss vorsichtig sein mit all diesen Dingen, gerade mit Spielen, glaube ich, muss man wirklich aufpassen. Aber ich verteufle das nicht. Ne? Apropos Wetten, du hast gesagt, Wetten, das sollte wieder auferstehen. Könnte man neu beleben? Das kann man machen, glaube ich, ja. Wie denn? Genau so? Auch mit Thomas Gottschalk? Oder? Ja, Thomas wird das nicht mehr machen. Das ist auch richtig so, dass er es nicht macht. Markus Lanz war dann leider eine falsche Idee, weil Markus ist jemand, und das ist der Unterschied zwischen Markus und Thomas. Wenn es eine Wette gab, dann wurde Thomas am Ende in einen Senftopf gestülpt und der sah beschissen aus. Und Markus hat die Lanz-Challenge erfunden und hat die alle gewonnen und sah tadellos und toll dabei aus. Kiste Bier im Rücken, die gestützt gemacht. Ja, so eine Scheiße, um nachzuweisen, ich kann das, ja. Und das ist der Unterschied. Es nicht zu können und es dann auch zuzugeben und zu zeigen und sich gelegentlich auch zum Affen zu machen, das ist viel wertvoller als immer der Sieger zu sein, ich nenne es mal so, der Gelackte zu sein. Nichts gegen Markus, ich finde, dass er eine ordentliche Talkshow macht.
Aber das war nicht seine Sendung. Aber vielleicht, man muss Wetten, das sicherlich in irgendeiner Form auch modernisieren. Ich habe mir da jetzt nicht so intensive Gedanken drüber gemacht. Man muss es auch jetzt anders moderieren als damals. Und die Idee ist immer noch so gut, auch wenn man sieht, wie viele Formate eigentlich an der einen oder anderen Stelle sich da anlehnen. Also diese Kindersendung mit Pflaume da, das ist doch... ist ja eigentlich auch ein bisschen Wetten, das. Vielleicht sollte die Sendung einen Moderator haben, der sich mit Wetten gut auskennt. Adi Furla. Oder Baggerwetten. Ja. Aber das ist nicht der Punkt. Du musst in dieser Sendung verdammt schlagfertig sein. Du musst verdammt authentisch sein. Das ist nicht leicht zu moderieren. Das Ding und dann noch mit den Prominenten auf dem Sofa und so weiter. Puh, das dann über 3 Stunden konzentriert durchzuführen und immer noch mit Spaß und immer noch mit Tempo und immer noch mit Wachsein, das ist schon eine Mammutaufgabe. Ja. Was für Wetten, dass die Saalwette ist, ist unsere feste Rubrik 3 aus 5. Wir haben 5 Umschläge hier. Oh, super, ich kann was gewinnen. Von denen du dir bitte 3 rausziehst. Sind da Aufgaben drin jetzt? Nein, das sind Fragen, die wir uns nicht trauen zu stellen. Oh Gott, Jungs. Und du bitte deswegen auch... Darf ich den Umschlag behalten? Ich kann so einen Umschlag gebrauchen. Im besten Fall beantwortest. Da können wir nachher drüber reden. So, soll ich anfangen vorlesen? Oder ja, genau. Also, wann sind Sie, wann bist du mal über Leichen gegangen, haben also etwas Fieses getan, um einen persönlichen Vorteil zu haben? Ich würde ganz stringent behaupten, nie. Tut mir leid, langweilige Antwort. Ne? Verdammt langweilige Antwort. Aber habe ich definitiv nie gemacht. Nie. Was war der schlimmste Job, den Sie nur für Geld gemacht haben? Oh, das ist eine gute Frage. Ja, da ich glaube, das hast du ja viele gemacht. Ne? Da würden mir ein paar einfallen, die nicht so einfach waren und die ich wirklich, also hört sich doof an, Let's Dance war ein schlimmer Job für mich, weil ich es überhaupt nicht konnte. Und den habe ich in erster Linie, ich gebe das zu, da habe ich so viel auf die Fresse für gekriegt, weil ich es auch öffentlich in der Sendung gesagt habe. Ich habe es anfangs nur für Geld gemacht, weil ich gesagt habe, komm, nimm mir mit, raus, alles gut. Also das war aber nicht schlimm im Sinne von negativ, sondern weil es mir persönlich so viele Opfer abverlangt hat. Ich musste da 4-mal die Woche in so ein Tanzstudio und so weiter und so weiter. Und deswegen war das für mich schlimm, aber es war nicht so negativ. Aber gemacht habe ich in erster Linie, weil es Geld dafür gab. Stimmt. Und das damals mit der Heizung, das war ein schlimmer Job. Mit der Heizung? Ja, ihr habt mir nicht zugehört, seht ihr? Jungs, das müsst ihr lernen. Das ist einer der wichtigsten Dinge. Ach so, die Heizung mit dem Koks. Genau. Eine der wichtigsten Dinge in diesem Job ist zuzuhören. Ja? So, welchen möglichen Skandal über Sie hat die Bild-Zeitung damals verpasst? Habe ich einen Skandal gehabt? Ich denke gerade... Hätte die Bild einen Skandal draus machen können? Ich denke gerade drüber nach. Worüber? Was hätte ich... Also es gab die Leichen im Kokskeller. Ja, zum Beispiel. Ja, aber da hat sich niemand für mich interessiert. Also ich bin froh, dass ich keinen Skandal in der Bild-Zeitung hatte und ich wüsste jetzt auch keinen. Aber vielleicht kommt ja noch einer. Wer weiß. Tja. Ja. Wir drücken den Daumen. Potowski mit 70 übernimmt der Wetten, das muss das sein oder so. Ja. Nein. Also da kann ich euch auch nicht so richtig weiterhelfen. Tut mir leid. Skandale gab es wenige. Wir haben immer eine letzte Frage, das ist immer die gleiche, stellen wir allen Gästen. Eine ganz klassische Frage aus jedem Bewerbungsgespräch dieser Welt. Wo siehst du dich in 5 Jahren? In 5 Jahren sehe ich mich an einem wunderschönen Strand. Ich werde meinen Laptop dabei haben. Ich werde eine Idee im Kopf haben. Ich werde sie weiterverfolgen. Ich werde sie aufschreiben. Und ich werde es mit viel Genuss tun, weil ich nebenbei einen guten, frischen Fruchtsaft habe, etwas Gutes zu essen, einen weiten Blick aufs Meer und irgendwann ist das Buch dann fertig, das ich schreiben werde und es wird nicht für Kinder sein, sondern es wird für Erwachsene sein und es wird eine sehr melancholische, traurige, lustige, spannende Geschichte sein. Ein Bestseller. Da drücken wir die Daumen. Ja, ich mir auch. Vielen Dank. Danke, Oliver Potowski. Fernsehrausch. Übrigens auch bei Twitter, Facebook und Instagram. Ihr geht jetzt besser auch. Ich meine, ihr schaltet jetzt besser ab. Abschalten.